So, hallo, in diesem Video möchte ich an einem ziemlich stark vereinfachten Schema erläutern, was ein Massenspektrometer ist bzw. wie es funktioniert. Ein Massenspektrometer ist dazu da, um die Masse von kleinen Teilchen wie zum Beispiel Atomkernen zu bestimmen. Fangen wir an, da haben wir also zunächst einen kleinen Metallzylinder. In diesem Metallzylinder ist dann unsere Probe des Materials, üblicherweise im gasförmigen Zustand, also zum Beispiel Wasserstoffgas. Wenn wir jetzt diese Probe erwärmen, das kann zum Beispiel mit einer kleinen Glühwendel passieren, dann kann es vorkommen, dass in dem Gas einige Ionisationen stattfinden. Das heißt, dass die Elektronen sich von dem Atomkern trennen. Wenn ich jetzt sonst nichts weiteres mache, dann würden sie auch wieder rekombinieren, das heißt also wieder zusammenfinden. Aber das möchte ich gerne vermeiden. Und um das zu vermeiden, lege ich dann nochmal eine weitere Spannung an, an zwei Metallplatten. Rechts ist der Minuspol. Und auf diese Weise wird dann das Elektron, wenn es sich mal gelöst hat, nach links gezogen und der positive Atomkern nach rechts. Ja, und dann passiert Folgendes, dann sprühen die Atomkerne wie so aus einer Spraydose vorne aus dem Metalldöschen heraus. Ich möchte gerne einen Strahl haben, mit dem ich arbeiten kann. Das heißt also, ich kann dieses Auseinandersprühen so nicht gebrauchen, sondern muss dahinter noch eine Schlitzblende packen. Und hinter der Schlitzblende kommt dann ein einigermaßen gebündelter Strahl heraus. Dieser Strahl ist noch nicht besonders gut geeignet zu messen, weil in dem Strahlteilchen sind verschiedene Geschwindigkeiten. Das heißt, einige sind schneller, andere sind langsamer. Für eine Messung brauche ich aber Teilchen, die nur alle die gleiche Geschwindigkeit haben. Ja, und da hat sich jetzt ein Physiker namens Wien Folgendes überlegt. Er legt ein magnetisches und gleichzeitig elektrisches Feld an. Sprich, er packt so zwei geladene Metallplatten, die die Teilchen anziehen, in den Bereich hinein und gleichzeitig noch ein Elektromagnet, mit dem er ein Magnetfeld erzeugt. Und das Ganze ist dann so angeordnet, dass etwa zum Beispiel das magnetische Feld eine Kraft nach oben erzeugt und das elektrische Feld eine Kraft nach unten auf die Teilchen, die da durchfliegen. Bei manchen Teilchen sind die Kräfte gleich groß und heben sich dann gegenseitig auf. Die entsprechenden Teilchen fliegen dann einfach geradeaus weiter. Jetzt ist es aber so, dass die elektrische Kraft nicht von der Geschwindigkeit abhängt, die magnetische Kraft hingegen schon. Das heißt also, wenn die Teilchen schneller sind als die Sollgeschwindigkeit, dann überwiegt die magnetische Kraft und die Teilchen werden abgelenkt, zum Beispiel nach oben. Sind die Teilchen langsamer als die Sollgeschwindigkeit, dann ist die magnetische Kraft kleiner als die elektrische Kraft und die Teilchen werden nach unten abgelenkt. Ja, dann gibt es noch eine zweite Schlitzblende hinter dem Ganzen und die lässt dann nur noch die Teilchen durch, die geradeaus fliegen, sprich die genau die Sollgeschwindigkeit haben, bei der sich die Kräfte gegenseitig aufheben. Diese gesamte Anordnung ist also nichts weiter als ein Filter, der alle Teilchen rausfiltert, die nicht die richtige Geschwindigkeit haben. Ein Geschwindigkeitsfilter. Hinter dem Geschwindigkeitsfilter wird ein neues Magnetfeld angelegt, dessen Feldlinien senkrecht in die Ebene hineinzeigen. Das sollen diese Symbole, der Kreis mit dem Kreuz, andeuten. Magnetfelder lenken dann eben Strahlen von geladenen Teilchen auf Kreisbahnen ab. Das heißt also, der Strahl, zum Beispiel mit den Atomkernen, fliegt dann entlang dieser Bahn. Und am Ende der Bahn wird er dann detektiert. Ich sage mal Fotoschirm, das kann auch eventuell der Geiger-Müller-Zero sein. Damit keine Sauerstoffmoleküle die Bahn stören, ablenken, bremsen oder sonst was, muss das ganze Experiment in einem Vakuum stattfinden. Ja, schauen wir uns dann den Fotoschirm an. Das heißt also, jetzt von vorne betrachtet sieht das etwa so aus. Und an einer ganz bestimmten Stelle kommen dann die zum Beispiel Wasserstoffatomkerne an. Mit ein bisschen Kenntnisse der Formeln kann man zeigen, dass Folgendes geht. Der Radius der Kreisbahn ist proportional zur Masse der Teilchen, die da durchfliegen. Oder wenn man die Formel noch ein bisschen genauer betrachtet, kann man aus dem Radius die Masse der Teilchen berechnen. Also für so einen normalen Wasserstoffatomkern kriegt man ungefähr raus 1,7 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm. Das ist definitiv auch zu klein, um über die Gewichtskraft mit der Waage daran zu gehen. Man stellt aber noch was fest, wenn man Wasserstoff durchschickt. Nicht nur an der einen Stelle zeigt der Detektor etwas an, sondern an einer zweiten Stelle kann man noch ein kleines weiteres Signal sehen. Wenn man ganz genau hinschaut und die Laufzeit sehr lange wird, dann gibt es sogar noch eine dritte Stelle, wo es sich so ein ganz kleines bisschen verfärbt. Messerscharfe Schlussfolgerung: Es gibt Wasserstoffatome verschiedener Masse, die an verschiedenen Stellen ankommen. Das nennt man dann das Massenspektrum des Wasserstoffs in diesem Fall und deswegen heißt das zugehörige Gerät das Massenspektrometer. Man kriegt heraus, welche Massen von der Substanz alles vorhanden sind. Ja, und das soll zu diesem Gerät in der Sekundarstufe eigentlich reichen. Macht's gut!